So, ich begrüße euch wieder zu The Legend of Zelda. Links passt zum dritten oder vierten Mal in Folge gerade. Ja, ich nehme gerade die ganze Session wieder mal auf und immer das ist jetzt die letzte, die ich jetzt gerade mache für den heutigen Tage, was Link angeht. Wir wollten auf zum Boss gehen. Ich nehme an, der wird uns irgendwie böse einheizen und ich werde... Hammer! Hammer! Ich nehme an, ich muss irgendwie... Gott! What? 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 Ich muss irgendwie den Schwanz treffen. Nein! Oder ich muss ihn... Nein. Ich mag wissen, was ich da machen muss. Wir sehen uns kurz mal dort wieder, bis gleich, dann safe ich nochmal mit mehr Leben, ne? Bis gleich. Ah, was? Ich habe mir gerade gesagt, ich pack den mit 3 Herzen. Ich weiß ja noch nicht, wie man diesen Boss macht, aber... Wir haben Zeit. Ich mag wissen, wie. Das soll ja kein Problem sein, Gut, ja. Das soll ja wirklich kein Problem sein. Teile stören mich ja auch nicht. Kann ich die irgendwie zurückschleudern irgendwie? Ich weiß echt nicht, ob ich auf den Schwanz schauen soll. Die Attacke ist die, die mich wirklich stört. Ich kann... Okay. Okay, too late, State. Ich denke mal, das erste Problem, das wir haben, ist, wie können wir ihn besiegen? Ich habe das Gefühl, wir müssen ihn irgendwie... Nee. Ich weiß echt nicht, wie. Das ist klar, dass, Ich muss auch auf seine Maske hauen. Das wäre die Idee, auf seine Maske hauen, um die zu zertrümmern, sodass ich ihn vorne treffen kann. Ja. Okay. Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie. Und das ist wichtig. Ich habe eine Ahnung, wie wir ihn besiegen können. Fängt schon mal gut an. Ich glaube, wir brauchen mehr Herzen, ne? Oder? Ops, Light Stat, yes. Game Run. Kann ich hier sonst noch irgendwie wohin? Ja, ich weiß ja, dass ich hier noch Zeit. Ich mir vielleicht ein Herz oder so. Ein Rubine, ja. Und hat dann wirklich Herzen lieber. Gott, der ist ein Scheißviecher. Gott! Dammit! Ich will doch nur. Ja, komm. Schieß deine Fackbälle ab. Ja. Schieß deine Fackbälle. Treff mich eh nicht. Ist eben die Sache so. Ich trau mich irgendwie nicht näher an ihn heran. Ich habe gerade echt ein Problem mit dieser Aufnahme. Weil ich habe eben... Jetzt kommt er mit seinem Schwanz an. Doch nicht. Nee. Ich brauche mehr Herzen. Irgendwas ist hier nicht richtig. So. Erstes Stück. Ist mir auch vollkommen egal, du Mistvieh. Andere Sache. Was mache ich danach? Bogen. Ausprobieren. Stellen. Geht nicht. Okay. Ich habe echt keinen Plan, wie ich den mache. Ich meine, der erste Schritt ist vollkommen klar. Hingehen, hauen. So, bleib mal stehen. So. Das ist mir klar. Wie ich dem ausweiche, weiß ich immer noch nicht.
Aber was ich jetzt mache, dass ich mir nach Hause für dann mit deinem Schwanz ausholen. Aber was jetzt? Mit einem Bumerang drauf oder was? Oder eine Bombe davor werfen? Man weiß ja nie, ne? Komm schon, explodier! Okay. Weg da. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Oder? Jetzt kommen wir mit deinem Schwanz an. Doch nicht. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Kack. Mist, komm, ich schlag dir auf deinen Fuß. Komm, mach deinen Schwanz endlich. Ey, Bob wüsste bestimmt, was man mit dem Vieh machen muss. Ich guck kurz mal. Ich probier's nochmal und danach guck ich mal nach, weil ich hab grad echt. Bin echt für ein LP 15 Minuten ranzusetzen und das ist nicht gerade lustig. Kann ich hier irgendwie noch was abhauen? Nee. Kann ich hier irgendwie was abhauen? Geh weg mit deinem Schwanz. Geh einfach weg mit deinem Kackschwanz. Meine Güte. Ich meine, was muss ich noch machen? Jetzt, ja, komm schon. Hast eh keine Chance. Ich hab echt keine Ahnung, was ich machen soll. Mit deinem Schwanz an. Ich guck nach, Leute. Bis gleich, so. Okay, mir wird gesagt, ich tue alles richtig. Also jetzt bis auf das Sterben, aber... Ja. Wisst ihr ja. Auf die Maske gehauen. Mit Pfeilen beschießen, so wie ich mir gedacht habe. Komm schon. So. Dann muss man ein paar Mal machen. So kabuffs. Kabuffs machen. Schwanz. Doch nicht. Ja, das ist mein einziges Problem, dein Kackschwanz. Und wenn ich nicht aufpasse. Ich bin aber überlegen, ob ich echt wirklich mir mal noch doch ein paar Leben holen sollte. Fake. Aber ich bin so pro-like, ich brauch sowas ja nicht. Danach krieg ich erstmal was futtern. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen, das ist ätzend. So, einmal. Weg mit deinem Schwanz. Weg mit deinem Schwanz. Ich stehe da nicht so drauf. Ja, ja, komm schon. So. Ja, ich verstehe so langsam. Den drücken muss. Aber ich den. Jetzt kommt er mit seinem Schwanz. Ich bin hier in der Ecke. Anscheinend kann man, glaube ich, nur in den Ecken ausweichen. Kommt wieder das und jetzt kommt das. Und Feuer, ne? Ja. So, zurück und hin. Nein. Fehler. Puh. Dein Schwanz. Gut. Nach links. Rechts. In die Ecke. Jetzt kommt dein Schwanz und in der Ecke. Und wieder Feuer. Stopp. Auf Pfeile. Angeblich, ne? Jetzt. Nein, ich muss jetzt, glaube ich, weiter in die Mitte schlagen, oder? Okay, hier hin. Ich peile ihn. Und der nächste. So. Komm, gleich sein Schwanz, ne? Oder? Jo. Ich bin in der falschen Ecke, glaube ich. Jetzt bin ich tot. Doch nicht. Ich bin weg. Gut. Weiter geht's. Ihr merkt schon, ich bin konzentriert. Ich habe keine Lust, das nochmal zu machen. In die Ecke. Mit mir. Okay, jetzt geht das so los. Nach vorne. Und so. Weg. Einfach nur weg. Das ist ja theoretisch immer wieder das gleiche Muster. Ich kann ihn so hinkriegen. Das ist die Sache, die mich reizt gerade. Weg. Okay, doch nicht. Ich dachte schon, er kommt wieder mit seinem Schwanz an. So. Oh, auf. Paar Treffer. In die Ecke. Mist! Fuck! Aber, jetzt hab ich. Jetzt, wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin.
mit 3 Herzen. Weil ich der Oberprofi in Zelda bin. So. Weil ich einfach der Oberprofi in Zelda bin. Erst geht das los, dann geht das los und dann geht das. In die Ecke. Oh, war das knapp. Boah, ja, komm her, mein Baby. Komm her, ich gib's dir. Yeah. Weg, weg. Yeah. Komm mal, du bist doch gar nicht so schwer. Du kannst nichts. Ab in die Ecke. Ab in die Ecke. Okay, komm mal mit dem Feuer an. So. So. Jetzt kommen wir. Nein. Mist. Ab mit dem Scheiß, ja. Aber jetzt mal. Ab in die Ecke. Mist. So. Das muss ich noch üben. Das muss ich noch üben. Ja, ja, komm schon. Mach deinen Schwanz, ey. Zeig ihn mir. Okay, 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 okay. Das ist jetzt ein bisschen untypisch, aber. Krieg ich hin, krieg ich hin. Ja, ja, komm schon. Wow, das ist mies, das ist mies, das ist mies, das ist mies. Das ist echt mies, das ist mies. Das ist mies. Das ist mies, das ist mies, Junge. Nein, das ist mies, ey. Das war, was war das? Ich glaube, ich muss mich an einer anderen Stelle verstecken. Ach Gott. Okay. Aber gut. Boss fight to the end. So. Ha. Mach das. Boah, ey. Seit wann geht er so nah ran, ey? Bisschen ungeduldig, ja, sorry. Normalerweise macht das ja immer nur bis dahin. Und jetzt kann ich hier hin und nach vorne. Ich könnte es mir einfach machen. Ich bin aber zu faul, um mir die Herzen zu holen, bin ich ganz ehrlich. 1, 2, 3, 4. Ja, komm, du kannst mich machen. Mit seinem Schwanz an. Das meist eigentlich relativ weit vorne sich in den Schwanz kämpft, oder? Das ist man, ja, da ist man ziemlich sicher eigentlich. Jetzt habe ich ihn. Ja. Komm schon. Yeah! Junge, mach das mal nach, so ein Bossfight. Mal gegen Ende war er relativ einfach, ne? Oh, ein Erzcontainer, ja. Oh, ein Kristall. Yes. Boah. Ich bin stolz auf innerhalb von 15 Minuten im Boss. Ich danke dir. Durch dich komme, konnte ich den grausamen Monstern entrinnen. Einst war dies das goldene Land, wo sich das Triforce, die goldene Macht, befand. Doch als Ganon, der Anführer der Diebe, sich diese Macht zu eigen machte, verwandelte er das goldene Land in die Schattenwelt. Nun will er Hyrule erobern. Mit unseren Kräften hat er das Siegel am Tor nach Hyrule gebrochen. Doch das Tor ist noch nicht ganz auf. Wir haben noch eine Chance. Wir, 7 Mädchen, allesamt Nachfahren der Weisen, können gemeinsam den Zutritt zu Ganons Versteck öffnen. Ich sage dir nun, wo die anderen Mädchen festgehalten werden. Mit dir wird es uns gelingen, Ganon zu bezwingen. Dann kann ich wieder ich selbst sein. Hast du alles verstanden? Nicht alles. Doch, doch, ja, klar. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Yeah.
Ja. Und ich würde sagen, das war's für diesen Part. War ja genügend Action insgesamt. Also auf Wiedersehen, bye bye und ciao ciao.